Themen für heute interessant ist. Übrigens, wir waren gestern in Düsseldorf und heute in Krefeld. Und das hat mir, ich war begeistert, Alhamdulillah Rabbil Alameen, von dem, was wir erlebt haben, zum Beispiel in Masjid Al-Salam, Masjid Umar. Natürlich, Masjid Umar hat eine besondere Stellung in meinem Herzen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Leute von Masjid Umar segnen. Weil diese Leute, die waren immer unsere Leute, unsere Brüder, die ihre Türen aufgemacht haben. Und die wollen uns in Dawa immer unterstützen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie dafür belohnen. Dann waren wir auch in Masjid Al-Tawbah. Das ist auch sehr schön. Allgemein Barakallahu Fikum. Ich meine, eine Moschee heute in Krefeld. Ich war so begeistert, subhanallah. Ich meine, ihr habt hier in Nordrhein-Westfalen, ihr habt Energie. Ihr habt, aber ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Eigentlich aus diesen Kräften, was man hier in Nordrhein-Westfalen, was man hat, da könnte man so viel für den Islam machen. Und ich habe das gestern gesagt. Schaut mal. Es sind 5 Millionen Muslime hier, offiziell, inoffiziell 8 Millionen. Drei, die sind im Darrahim. Ja. Aber immer, vielleicht sind wir 5, oder sagen wir, okay, wir sind 2 Millionen. Okay? Diese 2 Millionen, wir sagen davon, 1 Million interessieren sich für den Islam. Und 1 Million von ihnen arbeiten mindestens. Das wird, ist es für ihn kein Problem, im Jahr 500 Euro zu geben. 1 Million mal 500, wie viel sind das? Hm? 500 Millionen. Okay, 500 Millionen klingt viel. Wir sagen, wir machen nicht 500. Wir machen nicht 500, Barakallahu Fikum, sondern wir nehmen, inshallah, 1/5, 100 Euro. Das wird 100 Millionen. Jeder Muslim spendet 100 Euro. Im Jahr. Das bedeutet, wie viel im Monat? Weniger als 10 Euro. 8 Euro. 8,50 Euro. Im Monat, Entschuldigung. Das wird 8,50 Euro durch 30. Oder sag mal 10 Euro. 30, das bedeutet jeden Tag wie viel? 30 Cent mal 30, die sind 9 Euro. Okay, 30 Cent jeden Tag. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben dann 100 Millionen im Jahr. 100 Millionen im Jahr. Ein Kindergarten könnte ruhig für, sag mal, 500.000 gegründet werden. Privat. Und auch keine Hilfe. Das heißt, wie viele Kindergärten können wir mindestens? Mindestens 50 Stück pro Jahr. Eine Schule brauchen wir für Schule 3 Millionen. Wir können 10 Schulen pro Jahr gründen. Einige Moscheen. Wir können das schaffen. Wir können das schaffen. Aber leider, Barakallahu Fikum, die Muslime, die denken nicht so. Und jeder denkt für sich selber und er denkt, dass er nicht schaffen kann. Aber wir haben Beispiele. Und übrigens, ich sage auch etwas, weil ich weiß ja, meine Wörter, die werden alle aufgenommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Ich sage etwas hier, auch die Bevölkerung, die nicht Muslime sind, sie werden davon profitieren, weil wenn wir unsere Kinder gut erziehen, dann werden wir eine Gesellschaft haben oder wir werden eine Zukunft von Muslimen haben, die respektvoll sind, die nicht kriminell sind. Die werden andere Leute gut behandeln, die werden Geduld zeigen, wenn wir das schaffen haben. Aber leider,
Man denkt immer, dass die Sache schwer ist, obwohl die Sache nicht schwer ist. Schaut mal in den meisten Moscheen. Es gibt Moscheen, die kommen zu Freitagspredigt oder die kommen zu Jumu'ah, vielleicht 500 Personen. Und wenn du rechnest 500 Personen, wenn jeder von ihnen im Jahr 1000 Euro gibt, dann haben sie ruhig 100.000, wie viel? 500.000. Das hat jeder von uns. Man, wie viel kann eine Moschee kosten, wenn du mit Kuppel machst und Minarett und ich weiß nicht was, dann kostet dir vielleicht maximal 1 Million. Aber leider, man denkt nicht so. Deshalb, Barakallahu fikum, ich sage euch etwas, und das ist für Allah subhanahu wa ta'ala als Nasiha. Wenn ihr hier diese Moschee habt, das ist ja klein. Und ich sehe, subhanallah, die meisten von euch, 98% sind hier, alhamdulillah, junge Leute. Deshalb macht weiter und vertraut auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und seid ein Vorbild für die anderen. Und ihr sollt zusammen mit der Leitung der Moschee, mit dem Imam, mit den Brüdern, die hier arbeiten, zusammenhalten. Und eine Sache soll im Herzen sein, dass ihr sollt das für Allah subhanahu wa ta'ala machen. Und übrigens, derjenige, der Ikhlas hat, Wallah, wenn wir alle Ikhlas haben, dann werden wir keine Probleme haben. Weil wenn ich Ikhlas habe und du hast Ikhlas, dann werde ich meine Rechte aufgeben für dich. Wenn ich Ikhlas habe, ich will für Allah subhanahu wa ta'ala was schaffen. Aber wenn man keine Ikhlas hat und der Shaitan reinkommt, dann haben wir Probleme. Und in jeder Moschee gibt es Probleme, überall. Aber da sollte man, barakallahu fikum, mit Ruhe, mit Brüderlichkeit, das besprechen. Da sollte man sich nicht ärgern, nicht aufregen. Da sollte man geduldig sein. Und auch die Leitung der Moschee, überall, bei euch oder überall, sollte, barakallahu fikum, versuchen, sozusagen, Geduld, viel Geduld zu zeigen. Weil das normal ist. Wenn du immer in der Position der Entscheidung bist, dann wirst du kritisiert. Und derjenige, der 100 Stunden arbeitet, die Wahrscheinlichkeit bei ihm Fehler zu machen, ist mehr als derjenige, der 10 Stunden arbeitet. 10 Stunden arbeitet, das wird die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 10. Ja? Aber bei dem anderen, der macht 100 Stunden, sehr viel. Deshalb die Wahrscheinlichkeit ist 10 von 100. Und die Fehler, die 10 sind, sind anders als die Fehler nur ein. Deshalb sollte man aufpassen in diesem Zusammenhang. Dazu war Barakallahu fikum. Wenn ihr auch junge Leute seid und vielleicht man hat nicht so viel Geld, dann sollte man nicht sagen, ja, ich habe nicht so viel. Gib 1 Euro, gib 2 Euro für Allah subhanahu wa ta'ala. Und 1 Euro plus 1 Euro plus 3 und 5 und 50 und 70 und so weiter, dann wird inshallah mehr sein. Und wenn das für die Da'wah gemacht wird, und frag nicht danach, aufpassen. Wenn du eine Spende gibst, dann frag nicht danach. Was hat man mit meiner Spende gemacht? Das ist nicht vom Islam, dass man danach fragt. Wenn du Spende gegeben hast, dann denke, du hast dieses Geld gegeben und dein Lohn ist schon bei Allah subhanahu wa ta'ala. Egal, was mit diesem Geld dann später passiert. Aber wenn man fragt, ja, was hast du mit diesem Geld gemacht, was hast du hier getan und warum und wieso und so weiter, das ist Mann und Adam. Das heißt nicht auch, dass man nicht weiß, zum Beispiel, was man genau mit den Spenden macht. Allgemein sollte man auch wissen, das ist in Ordnung. Und dann, barakallahu fikum, noch eine Empfehlung für Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Zusammenhang. Der Beste unter Muslimen ist derjenige, der sich um sich selber kümmert. Der seine eigenen Fehler korrigiert. Und der nach seinen eigenen Fehlern sucht. Schaffen wir das? Das ist schwer. Wallah, schwer. Weil man immer die Fehler von den anderen guckt sozusagen und sieht und da denkt man, ja, die anderen machen schlecht, aber ich nicht. Hat es nicht so. Denk niemals, dass die anderen auch bei dir nicht anschauen. Denk niemals, dass die anderen auch bei dir nicht anschauen. Wenn du 2 Augen hast, dann haben die anderen auch 2 Augen.
Und wenn du eine Zunge hast, dann haben die anderen auch eine Zunge. Und wenn du hörst, dann hören auch die anderen. Und wenn du denkst, dann gibt es auch andere, die denken. Und wenn du Fehler von den anderen siehst, dann gibt es auch andere, die deinen Fehler sehen. Deshalb der Schlaue und der Gläubige und der gute Moslem ist derjenige, der sich um sich selber kümmert. Um seine eigenen Fehler. Weil Allah subhanahu wa ta'ala am letzten Tag dich nach deinen Fehlern fragen wird und nicht nach den anderen. Ich weiß, dass diese Wörter, barakallahu fikum, dass sie sehr allgemein sind. Und wir hören von diesen Wörtern immer. Aber trotzdem, barakallahu fikum, trotzdem sollte man sich nur überlegen. Weil die Sache am letzten Tag sehr groß sein wird. Rafarabisch nur. Besser als in Almanien, ne? Und ich gebe in Arabisch immer. Ich rede nur auf Deutsch, ich denke, alle verstehen. Ich gebe in Arabisch immer. Ich gebe in Arabisch immer. Ich gebe in Arabisch immer. Ich طيب خير ان شاء الله تعالوا الارلاب نسبكم auf deutsch barakallahu fikum ich denke die meisten verstehen auf die verstehen deutsche sprache deshalb wir können drüber auf deutsch sprechen ich möchte barakallahu fikum eine fortsetzung für den vortrag was ich gemacht habe in krefeld übrigens die vorträge die ich gemacht habe in diesen zwei tagen die waren in jeder moschee ein anderer vortrag nicht ein vortrag in allen moscheen das ist keine wiederholung mehr. Und heute haben wir mit dem Bruder angefangen in Krefeld. Ich habe gesprochen über Mittel, dass du am letzten Tag das Licht von Allah subhanahu wa ta'ala bekommst. Was kannst du tun, damit du das Licht von Allah subhanahu wa ta'ala bekommst? Zum Beispiel, dass man zu Frühgebet geht, zu Nachtgebet geht, dass man graue Haare im Islam bekommt, wenn man für den Islam etwas Gutes gemacht hat, dass man, barakallahu fikum, dass man die Jamarat oder die Steine in Hajj wirft, das ist ein Grund und so weiter. Aber jetzt spreche ich über was anderes. Und zwar, wie kannst du dich retten am letzten Tag? Wie kannst du dich retten am letzten Tag, dass du am letzten Tag sozusagen keine Strafe bekommst? Was gibt es eigene, aber wir reden nicht über alles natürlich. Wir reden über einige Handlungen, die eine Person am letzten Tag vor der Hölle retten können. Und dann fange ich mit der ersten Barakallahu fikum. Und zwar der Prophet Muhammad sagte, das Hadith ist bei Al-Tirmidhi, Abu Huraira Allah alayhi hat das überliefert, und das Hadith ist sahih. Weil wir immer reden mit Beweisen, und diese Beweise, die sollten immer authentisch sein, Barakallahu fikum. Der Prophet Muhammad sagte, man nafasa an Muslimin kurbatan min kurab al-Dunya. Allahu anhu kurbatan min kurab yawm al-qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin fi al-dunya yassara Allahu alayhi fi al-dunya wal-akhirah. Wa man satara ala muslimin fi al-dunya satara Allahu alayhi fi al-dunya wal-akhirah. Wallahu fi awni al-abd ma kana al-abd fi awni akhih. Sehr schönes Hadith, barakallahu fikum. Ich erkläre das Hadith. Ich übersetze nicht wörtlich. Aufpassen hier. Ich übersetze nicht wörtlich, sondern ich erkläre es. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat uns davon erzählt. Wenn jemand ein Problem hat in diesem Leben, oder wenn jemand in Not ist, und du hilfst dieser Person, aus diesem Not rauszukommen, aus dem Problem rauszukommen, sei es dieses Problem in der Familie, auf der Arbeit, Geld, Finanzproblem, Krankheitsproblem, gesellschaftliches Problem, Arbeitsproblem. Wenn du dieser Person hilfst bei diesem Problem, dass er raus von diesem Problem kommt
dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir am letzten Tag helfen, dass du keine Strafe bekommst. Und deshalb sollte der Muslim das verstehen, dass man eine Hilfe leistet im guten Sinne. Im guten Sinne, barakallahu fikum. Im positiven. Das wird zum Beispiel, eine Person braucht deine Hilfe. Der sagt dir, ach, ich habe ein großes Problem. Ich habe eine Rechnung. Und diese Rechnung kann ich nicht. Das kommt danach, der Prophet, das sallallahu alaihi wa sallam, erklärt das weiter. Der sagt, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُحْسَنٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Das heißt, eine Person hat Schulden. Und diese Person kann diese Schulden, nicht abzahlen. Und er kommt zu dir, und wirklich, der sagt die Wahrheit. Nicht diese Lügner, die kommen und die sammeln nur Geld, وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. Es gibt manche, die gehen in die Moschee, der kommt und der ist versteht, ach, ich habe kein Geld und so weiter. Der hat 5000 Euro in der Tasche. Ich habe kein Geld und so weiter. Und das ist gute Arbeit eigentlich, super Arbeit. Wenn in einer Stadt 50 Moscheen sind und er geht in 50 Moscheen, von jeder Moschee 10 Euro, sagt man, 500 Euro am Tag, oder das ist super. Wer bekommt 500 Euro? Ein Arzt bekommt das nicht. Aber eine Person hat Schulden, der kann das nicht zahlen. Oder eine Person hat ein Problem. Und der kann das selber nicht lösen. Und ist in Not und er braucht deine Hilfe. Du hilfst ihm. Du unterstützt diese Person im Positiven. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich am letzten Tag vor der Hölle retten. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dir helfen. Im Leben und am letzten Tag. Und das ist wichtig hier zu verstehen, im Leben und am letzten Tag. Und da gibt es eine Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der sagt, subhanallah, der sagt, wenn ein Muslim deine Hilfe braucht und du kannst helfen, du kannst das leisten und du leistest das nicht, du hilfst nicht, dann wirst du in einer Situation versetzt werden, du brauchst die Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala, Allah wird dir nicht mehr helfen. Sagst du, warum? Weil du deinem Bruder nicht geholfen hast in dieser Situation. Und da gibt es ein sehr schöneres Hadith. Allah subhanahu wa ta'ala am letzten Tag sagte ein Muslim, der sagt ihm, ich bin krank gewesen und du hast mich nicht besucht. Uff, Allah wird krank, das geht nicht. Und die Übersetzung ist falsch, dass man sowas sagt. Aber das bedeutet, er sagt, wie kannst du krank werden und du bist Rabbil Alamin? Der sagt, mein Diener war krank und du hast ihn nicht besucht. Wenn du ihn besucht hättest, dann hättest du mich dort sozusagen getroffen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir großen Lohn. Und Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von dir, dass du deinen Bruder besuchst oder deine Schwester besuchst, wenn sie krank ist oder wenn der krank ist. Und das ist, barakallahu fikum, sehr wichtig für uns Muslime. Dann sagt er, mein Diener hat Hunger gehabt und du hast ihm nichts zum Essen gegeben. Und so weiter. Sagt, barakallahu fikum, willst du dich retten vor der Hölle? Dann gibt es diese Möglichkeit, dich zu retten, und das ist, dass du ein Muslim hilfst und dass du ein Muslim unterstützt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hilft dir immer, wenn du deinem Bruder hilfst. Und wenn du in einer Moschee nicht hilfst, und wenn du in Da'wah-Arbeit nicht hilfst, wo wirst du helfen? Ist das nur beim Tragen? Und beim Essen helfen? Nein. Das sollte man barakallahu fikum in den wichtigen Sachen helfen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte auch, man aqala muslimen, aqala Allahu atharatahu yawm al-qiyam. Das wird, wenn du einen Muslim verzeihst oder vergibst oder unterstützt, dass er von einem Problem rauskommt oder dass du für ihn Entschuldigung gefunden hast, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala deine Sünde oder deinen Fehler am letzten Tag verzeihen. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird das außer Acht lassen, subhanahu wa ta'ala, weil du jemandem in diesem Leben geholfen hast. Auch barakallahu fikum, von den Taten oder von den Handlungen,
die uns ins Paradies bringen, ist diese Sitzung. Und wir retten uns dann von der Hölle durch diese Sitzung. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn die Leute sich treffen zusammen, es gibt Engel, diese Engel, die sozusagen, die suchen, wo sie eine Sitzung des Wissens finden. Und wenn sie eine Sitzung des Wissens finden, dann kommen die Engel und die bleiben dabei. Und was tun die Engel? Die tun ihre Flügel auf diese Sitzung. Und dann steigen sie zu Allah subhanahu wa ta'ala auf. Sie steigen zu Allah subhanahu wa ta'ala auf. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, was tun meine Diener? Und Allah weiß das am besten. Aber Allah subhanahu wa ta'ala macht das, damit wir lernen. Was tun meine Diener? Die Engel sagen, sie erwähnen dich und sie bitten dich und sie sozusagen yusabbihun wa yahmadun wa yadhkurun. Sie erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala, sie machen Tasbih, sie lobpreisen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, was wollen sie? Die Engel sagen, sie wollen das Paradies. Er sagt, wenn sie das Paradies sehen, was würden sie tun? Die würden, die sagen die Engel, die würden mehr Allah subhanahu wa ta'ala lobpreisen und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen. Er sagt, und wovor suchen sie Zuflucht? Dann sagen die Engel, vor der Hölle. Allah sagt, wenn sie die Hölle aber sehen, was werden sie tun? Haben gesagt, natürlich, die werden mehr Zuflucht suchen vor der Hölle. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich verzeihe diesen Diener und springe sie ins Paradies. Dann sagen die Engel, und er sagt, ihr seid meine Zeugen, die Engel sagen, oh Allah, aber es gibt eine Person, die nur so gekommen ist, so Mitläufer. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, humul qawmu la yashqa bihim jalisu. Das wird, weil diese Person mit diesen Leuten ist, dann wird er nicht traurig sein. Das wird, wenn du mit guten Leuten zusammenkommst, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, die von dir das Gute verlangen und die sozusagen dir helfen, dass du das Gute selber machst, dann sei sicher, du wirst nicht traurig. Traurig ist derjenige, der mit Leuten zusammenkommt, die schlecht sind und die von dir Schlechtes verlangen und die dich in eine Richtung schieben, was dir nichts bringt. Und das, am Ende wirst du das bereuen. Wir hören das. Wir hören das heutzutage, Barakallahu fikum. Und es gibt Impulse von Menschen, wal'iyadu billah, die wollen, dass die jungen Leute, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und die jungen Leute bewahren, die wollen sie schieben in Richtung Takfir, in Richtung Tafjir, wal'iyadu billah, möge Allah uns bewahren. Die reden nur über solche Themen. Er ist Kafir, wer das nicht macht, ist Kafir, wer das nicht macht, ist Kafir. Und dann Bomben und ich weiß nicht was, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ist jetzt das Thema, was für die Jugendlichen wichtig ist? Eine Person, die noch nicht die Grundlagen des Islam gelernt hat, die bringen ihm bei, du sollst zu deinem Vater gehen und du sollst ihm die Wahrheit sagen. Was soll ich meinem Vater sagen? Du gehst mit ihm, sagst ihm, schau mal, du, Assalamu ala man ittaba' al-huda. Ja, Latif. Das wird Friede mit den Leuten, die Rechtleitung gefolgt haben. Nicht Salamu alaikum. Wisst ihr, was das Islam hier bedeutet? Da sagt ihm, Assalamu ala man ittaba' al-huda. Der Vater sagt, was ist los, mein Sohn? Da sagt ihm, ich bin nicht mehr dein Sohn. Ibrahim alayhi salam hat sich losgesprochen von seinem Vater. Der Vater sagt ihm, aber der Vater von Ibrahim a.s. war Götzendiener. Der sagt, du bist auch Kafir. Ja, das bringen sie bei. Ja, natürlich. Das bringen sie bei. Diesen Jugendlichen, diesen armen, jungen Menschen, die haben noch nicht vom Islam viel und die bringen ihnen Ayat vom Koran und Ahadith. Die sind so allgemein. Und dann sagen sie, ja, das ist Beweis auch. Und der arme Junge, der denkt, das ist der Islam. Und ihr denkt, das wäre richtig, was diese Leute sagen. Deshalb aufpassen. Wallah, diese Leute. Und wenn man diese Leute kennt, der weiß, was sie von Verbindungen haben und zu wem diese Verbindungen sind. Wenn sie hier in Deutschland sprechen, dann sind sie Löwen. Und die können reden. Da,
Zoll stehen, wenn sie in ihre Länder zurückkehren, am Zoll. Wallah, wenn man von ihnen verlangt, dass sie sich niederwerfen, dann machen sie. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum. Es gibt Leute, wal'iyadu billah, die wollen, dass du die Religion nicht lernst. Die wollen dich mit Themen beschäftigen, die für dich nicht wichtig sind. Wir sind in Deutschland und wir leben hier und die meisten um uns, die sind keine Muslime. Denk nicht, dass die anderen Länder ihre Türe aufmachen werden und sagen, ja komm, unser Sohn bist du. Die wollen dich nicht, weil du später Probleme machst, weil wenn die Leute dich sehen, du bist so blond und du kommst aus Deutschland und du hast Bart und du betest, dann macht uns Probleme, dieser Junge, geh raus. Das ist die Sache. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum. Es gibt Themen, die für uns hier wichtig sind in diesem Land. Wir sollen uns über diese Themen Gedanken machen. Wie können wir gut zueinander sein? Wie können wir ein gutes Bild vom Islam zeigen? Nicht wal'iyadu billah, Kafir, Kafir. Und die andere Gruppe, Tamagotchis, wal'iyadu billah. Ja? Ich empfehle diesen beiden Gruppen, einer macht Techno-Gruppe und die andere Gruppe machen Hip-Hop. Der Techno macht Takfir, Takfir und der andere macht Tabdi', Tabdi'. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Aufpassen! Aufpassen, barakallahu fikum. Wenn wir hier sitzen und wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen, sagen, immer nur Allah erwähnen? Natürlich! Wenn wir unsere Religion nicht gelernt haben, dann was haben wir? Was ist, wenn du jetzt auf der Straße bist und du musst beten und du hast kein Wasser und du weißt nicht, was du machst? Dann rufst du an, sag, ja, was soll ich jetzt machen? Ich weiß nicht, ob ich beten soll oder nicht und so weiter. Aber diese Leute, die das machen, auch auf der anderen Seite, die fangen an, über Takfir zu sprechen. Und dann wird eher gedacht, Muslime töten die Muslime. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum. Aufpassen. Und das sollte man immer überlegen. Weil, wenn du Urteile über andere Menschen machst, ohne Wissen gehabt zu haben und ohne, dass du mit den Leuten gesprochen hast und dass du diese Leute aufgeklärt hast, dann machst du eine große Sünde, dann wirst du dich nicht retten von der Hölle. Wir reden noch über dieses Thema. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من لا متاع له ولا درهم. Kennt ihr denjenigen, der, können wir bankrott sagen, ne? Bankrott oder pleite gegangen ist. Die haben gesagt, derjenige, der bankrott ist, der hat weder Haus noch Geld. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte nein. Der Pleite oder der Bankrott ist derjenige, der am letzten Tag kommt und der hat gute Taten begangen. Der hat gebetet und der hat Koran gelesen und so weiter, gute Taten. Ja? Aber was hat er gemacht? Der hat den beschimpft. Der hat die Rechte von dem weggenommen. Der hat hier Unrecht getan. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala von seinen guten Taten nehmen und die werden das bekommen. Und der nimmt von ihren schlechten Taten und wird ihm gegeben. Und am Ende hat keine guten Taten mehr und er kommt in die Hölle. Deshalb willst du dich vor der Hölle retten? Hm? Na? Hüte deine Zunge. Amsik alayka hada. Mach keine Urteile über die anderen ohne Wissen. Kümmere dich um deine Religion. Was uns von der Hölle rettet, das Wichtigste überhaupt im Islam, ist das richtige Wissen. Wissen von Koran und Sunna. Ist Tawhid, dass man richtige Tawhid hat. Aber was bedeutet Tawhid? Aufpassen, barakallahu fikum. Tawhid bedeutet nicht, dass man die Muslime vom Islam ausschließt. Weil manche Leute heute, wenn sie über Tawhid sprechen, der sagt dir, ja, Tawhid bedeutet Bestätigung der Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, Bestätigung der Gottheit Allah subhanahu wa ta'ala, Bestätigung der Namen und Attribute Allah subhanahu wa ta'ala und dass man die Mushrikin kennt und dass man die Leute vom Islam, derjenige, der das macht, ist kein Muslim. Derjenige, ist das Tawhid? Derjenige, ist das Tawhid? Ist das Tawhid? La hawla wa la quwwata illa billah. Im ersten Teil natürlich. Das bedeutet, man sollte lernen. Tawhid bedeutet, wie du Allah subhanahu wa ta'ala anbetest.
dass du das machst, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gesagt hat. Und dass du das verlässt, was Allah subhanahu wa ta'ala dir verboten hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns verboten, dass wir ohne Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala sprechen. Ohne Wissen zu entscheiden oder Fatwa zu geben. Allah sagt, وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dass man über Allah subhanahu wa ta'ala was sagt, was man nicht kennt. Deshalb aufpassen. Manche Leute, die täuschen das. Die machen das in so einer Art, وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ, dass er dir Tauhid-Thema, das ist Iman-Thema, nur mit dem Thema Takfir in Verbindung bringt. Aufpassen, Barakallahu. Was uns vor der Hölle rettet, ist, dass wir die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns sagte, كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله. Alle von euch kommen ins Paradies, außer die es ablehnen. Da hat man gesagt, wer lernt es ab? Der hat gesagt, derjenige, der mir folgt oder der mir Gehorsamkeit leistet, kommt ins Paradies. Und derjenige, der das nicht macht, hat es abgelehnt. Das wird ins Paradies zu kommen. Willst du dich vor der Hölle retten, folge dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam der Erste ist, der ins Paradies kommt. Und wenn du hinter ihm bist, und wenn du auf seinem Weg bist, und wenn du seine Spuren, das wird in der Sunna, folgst, dann bist du gerettet vor der Hölle. Willst du vor der Hölle gerettet werden, dann sei ein junger Mann. Sein Herz ist mit der Moschee verbunden. Sein Herz ist mit der Moschee verbunden. Was bedeutet das? Das bedeutet, der liebt die Moschee. Der liebt, dass er in die Moschee kommt. Weil wenn man von der Moschee weggeht und von den Brüdern sich sozusagen abschottet, der Scheitan wird ihn besiegen und er wird schnell die Sünde machen. Sagt man, gibt es sowas? Ey Allah. Wir haben das erlebt und wir haben das gesehen. Die meisten Leute, die sich von der Moschee abschotten und die gehen weg, die fangen an, Haram zu begehen. Und das fängt schrittweise. Da sagt man, ja, aber warum macht man so? Ja, weil der Scheitan das macht und die Umgebung und die Leute und so weiter. Deshalb, in diesem Zusammenhang, Allah subhanahu wa ta'ala mit der Moschee. Allah subhanahu wa ta'ala ruft am letzten Tag und er sagt, wo sind meine Nachbarn? Wo eine Jirani? Allah subhanahu wa ta'ala yunadi yawm al-qiyam, eine Jirani, eine Jirani. Fatakulu al-Malaika, Rabbana, wa man yanbaghi ayyujawirak. Also, wo sind meine Nachbarn? Wo sind meine Nachbarn? Allah ruft am letzten Tag. Die Engel sagen, du Allah, wer kann dein Nachbar sein? Der sagt, Aina Umarul Masajid. Wo sind die Leute, die in den Moscheen waren und die Moscheen nicht nur aufgebaut haben mit Steinen, sondern aufgebaut haben mit Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala, mit Wissen und die waren in den Moscheen. Also bist du einer von Umar al-Masajid, dann wirst du Nachbar von Allah subhanahu wa ta'ala am letzten Tag sein. Was willst du mehr? Das ist Rettung. Für uns am letzten Tag, barakallahu fikum, wenn wir mit der Moschee verbunden sind. Und Allah, das ist Rettung auch in dieser Dunya. Mindestens schau mal, du kommst in der Moschee, der Imam im Gebet, der zum Beispiel, der liest. Also zum Beispiel ein Bruder macht Sünden. Und der denkt, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm nicht verzeihen. Dann hört man, der Imam sagt, قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم سبحان الله Sünden begangen haben. La taqnatu min rahmatillah. Das wird verliert nicht die Hoffnung, dass Allah subhanahu wa ta'ala euch verzeiht und vergibt.
Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht alle Sünden. Alle Sünden. Wenn man das hört vom Imam dann, und die Person hat Sünden schon begangen, dann wird man etwas Neues, barakallahu fikum, in seinem Leben haben. Der wird wissen, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht und vergibt. Und jeder von uns sollte in diesem Zusammenhang an seine Sünden denken. Vielleicht wird jemand von euch sagen, was ist los mit ihm? Ist das Schauspielerei? Nein, bei Allah ist das kein Schauspielerei. Aber als ich das gesagt habe, dann habe ich etwas im Herzen bekommen, was ich früher gemacht habe, was Sünde ist. Und ich hoffe, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeiht und vergibt. Eines Tages habe ich von einem großen Gelehrten schlecht gesprochen. Und das war zu Unrecht. Ich habe eine große Sünde gemacht, dass ich über diesen großen Gelehrten schlecht gesprochen habe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und vergeben. Wenn man in die Moschee kommt und mindestens sowas hört, dann wird man barakallahu fikum vielleicht etwas im Herzen bekommen. Oder wenn man in die Moschee reinkommt und er sieht zwei Muslime, die lernen den Koran, die lesen ein Ayah. Die lesen ein Ayah, يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. Am Tage, wenn wir zu der Hölle, zu Jahannam, sprechen werden und sagen, bist du voll geworden? Jahannam sagt, gibt es mehr? Gibt es mehr? Ich will mehr und ich will mehr. Wenn man das hört, vielleicht bekommt man etwas im Herzen. Barakallahu fikum. Wenn so auch gerettet werden am letzten Tag, dann sollst du einen guten Charakter zeigen. Ein gutes Benehmen haben. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, أكثر ما يدخل الجنة التقوى وحسن الخلق. Also willst du gerettet werden und ins Paradies kommen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das meiste, was ins Paradies bringt, ist Gottesfurcht und das gute Benehmen.